Sehr gut. Ja, vielen Dank. Erstmal für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich ganz herzlich, hier heute referieren zu können zum Thema, das ja momentan sehr, sehr viel Presse auch hat und halt die Gemüter sehr bewegt. Bevor ich anfange, ein kurzer Disclaimer. Eben hat Herr Melzer ja meine CV kurz vorgestellt. Ich war im International Committee for Robot Arms Control. Das war gegründet worden als ein Netzwerk von Wissenschaftlern, die zu dem Thema arbeiten. Dann gab es eine interne Diskussion. Es ist in der Zwischenzeit eine NGO. Und ich bin nicht mehr Mitglied, nicht weil ich die Ziele dieser NGO nicht unterstütze, aber weil ich finde, dass sich NGO-Arbeit und Forschung in gewisser Weise ausschließt, weil die Forschung eben dann doch unabhängig sein sollte. Aber das sozusagen nur als Disclaimer an der Stelle. Heute also Krieg der Roboter, und es ist natürlich hier gerade bei den Piraten wahrscheinlich schon sehr viel Vorwissen da, auch was Themen wie Automatisierung und so weiter angeht. Aber trotzdem, für viele Leute ist einfach die Robotisierung der Streitkräfte noch Science Fiction. Und man hat also Vorstellungen, die halt von Hollywood geprägt sind. 2029 müsste also ungefähr dann der T-800 entwickelt werden oder schon vor langer Zeit irgendwo anders halt Roboter, die vollautomatisch intelligent agieren. Für die meisten Leute haben diese Vorstellungen im Kopf, und auch von militärischer Seite wird gerne, wenn über Robotisierung geredet wird, gesagt, ja, das ist alles Science Fiction, was da die Kritiker sagen, und das ist alles irgendwie geht viel zu weit, wir wollen keinen Terminator etc. Aber wenn man dann mal schaut, wie weit es eigentlich jetzt schon ist, dann stellt man fest, dass eigentlich viele Sachen, die man vor ein paar Jahren noch für unmöglich gehalten hat, jetzt schon auch im kommerziellen Bereich sind. Also hier eine Quadcopter-Drohne kann man bei Amazon für 2,89 bestellen, die man halt mit dem iPhone steuert, die eine Kamera dran hat, oder zwei Kameras, sogar eine Bodenkamera und eine Flugkamera. Also das ist alles überhaupt kein Problem mehr heutzutage. Vor ein paar Wochen, vielleicht haben es die einen oder der andere mitbekommen, gab es eine Werbeaktion für den neuen Star Trek-Film, wo während der Earth Hour, wo London auch teilweise halt dann verdunkelt war für eine Minute, 30 mit LEDs ausgestattete Drohnen im Formationsflug über der Tower Bridge das Star Trek-Symbol gebildet haben und sich dann so dreidimensional halt bewegt haben, dass man das schön gesehen hat. Und das sind natürlich Sachen, die nicht besonders aufwendig sind, sonst könnte man es nicht einfach für eine Werbeaktion machen, aber halt einfach trotzdem zeigen, wie weit es heute eigentlich schon geht. Aber wir wollen ja heute hier über auch politische Implikationen reden, über die Pros und Cons einer Robotisierung der Streitkräfte. Und deshalb werde ich zunächst meinen Vortrag so beginnen, dass ich ein bisschen über Theorie rede, nämlich über die, oder ein bisschen weiter vom Thema weggehe und mich halt mit der Frage auseinandersetze, was sind denn heute Anforderungen, wie muss heute überhaupt ein Militäreinsatz aussehen, damit er in der Bevölkerung, von der Bevölkerung akzeptiert wird. Dann schauen wir uns mal an, Stand unbemannter Waffensysteme, weniger die Technologie als einfach so Verbreitungsgrad etc. Wir schauen auf aktuelle Trends, schauen uns die potenziellen Vorteile dieser unbemannten Systeme an, die sie unzweifelhaft haben. Wir schauen uns auch an die Frage Drohnen für die Bundeswehr und diskutieren zum Schluss über die Gefahren. Und wenn man jetzt also zunächst sich vom Thema ein Stück wegbewegt, kommt man halt zu der Frage, wie muss heute Militäreinsatz aussehen. Und Martin Shaw, britischer Soziologe, hat 2005 ein Buch geschrieben, The New Western Way of War, wo er beschreibt, wie heute Kriegsführung aussehen muss, westlicher Staaten. Und er sagt, was die Konflikte heute von den Konflikten in der Geschichte eindeutig unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie unter, was er Global Media Surveillance nennt, also sie sind unter ständiger medialer Beobachtung und nicht nur der nationalen Presse, sondern der globalen Presse. Nicht nur die nationalen Fernsehanstalten berichten, eben auch CNN oder Al Jazeera. Das heißt, man muss bestimmte Normen, die weltweit gelten, erfüllen. Und was sind solche Normen, die da reinfließen? Dadurch, dass eben beobachtet wird, die Legitimationserfordernis steigt und man muss eben diese Anforderungen erfüllen, nach innen
Konflikte müssen praktisch ohne eigene Verluste geführt werden. Das heißt, westliche Gesellschaften sind opferavers, sie wollen keine eigenen Soldatinnen und Soldaten fallen sehen. Weiterhin müssen die zivilen Verluste reduziert sein. Shaw argumentiert, es ist eine Hierarchie, die eigenen Verluste werden national höher gewichtet als die zivilen Verluste. Das ist eine Sache, die wir auch in unserer Forschung sehen, aber eben es können keine Exzesse gegen die Zivilbevölkerung mehr stattfinden. Und die Gründe für den Krieg müssen gerade in westlichen Staaten akzeptabel sein. Sie müssen sich an westliche Normen anschließen lassen. Gründe wären zum Beispiel Durchsetzung des Völkerrechts, humanitäre Gründe etc. Das heißt, man kann nicht einfach mehr für Lebensraum oder Rohstoffe einen Krieg führen. Man muss sie an bestimmte vorhandene Normensysteme ankoppeln können. Und wenn man jetzt mal schaut, gerade diese Opferfrage, wie sind die Erfahrungen von Demokratien seit 1990? Während des Kalten Krieges war natürlich klar, wenn es zu einem Konflikt zwischen den Supermächten kommt, dann reden wir nicht über Tausende von Toten, wir reden über Millionen von Toten. Und das war der Mindset, mit dem bis Ende der 80er halt Krieg gedacht wurde auf militärischer Seite. Und wenn man sich jetzt mal die Entwicklung nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes anschaut, im Golfkrieg 91 kann man ca. 200 tote Alliierte. Da hatten wir aber nur einen Luftkrieg im Wesentlichen, keine Bodenoperationen. Aber trotzdem, dieser Wert war erstaunlich niedrig. Also man hatte in amerikanischen Planspielen mit 30.000, 40.000 gefallenen Amerikanern gerechnet und nachher waren es 200 Größenordnung. Kosovo 1999 auf NATO-Seite überhaupt keine eigenen Verluste und im Irakkrieg 2003, der gegenüber dem Golfkrieg eben doch massive Bodenoperationen, Panzerschlachten etc. umfasste, hat man 138 tote Amerikaner bis zum Ende der Kampfhandlungen. Ende der Kampfhandlungen, als George W. Bush auf dem Flugzeugträger USS Lincoln unter diesem Banner Mission Accomplished halt sagte, ja super, wir haben gewonnen. Das hat sich alles anders entwickelt, das wissen wir, aber sozusagen der Gedanke, der hier drin steckt, ist, wir können oder westliche Staaten können mit ihren überlegenen Armeen Kriege praktisch ohne eigene Verluste führen. Weil wenn man sich überlegt, diese Zahlen hier, wenn man die auf die beteiligten Truppen überträgt und als halt Prozente ansieht, solche Zahlen wurden während des Kalten Krieges von manchem Großmanöver übertroffen, prozentual, durch Unfälle etc. Also wir sind in einem Bereich, wo die eigenen Verluste im Unfallsbereich liegen und nicht mehr wirklich kampfhandlungsbezogen sind. Wie kann man nun so eine neue Kriegsführung, die ich am Anfang skizziert habe, die halt besonders auf die eigenen Verluste schaut, wie kann man die umsetzen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist, was ich gerne mal so als Arbeitsteilung bezeichne. Das hier sind Truppen der Nordallianz in Afghanistan. Und wir alle wissen, in Afghanistan haben die Amerikaner am Anfang vor allen Dingen mit Luftunterstützung gearbeitet und haben lokale Truppen am Boden die eigentlichen Kampfhandlungen vollziehen lassen, eben Nordallianz-Truppen etc. Also der Krieg wird von lokalen Truppen am Boden geführt und man selbst nutzt seine Hightech-Überlegenheit in der Luft, um die halt zu unterstützen. Ist auch das Muster, das in Libyen gewählt wurde. Zweite Möglichkeit, Outsourcing. Das war so ein Phänomen in den 90ern, wo man so das Gefühl hatte, ja, man kann ja auf sogenannte private Militärfirmen zurückgreifen. Blackwater ist da so ein Name, der immer wieder damals genannt wurde oder relevant war. Also das sind ehemalige Soldaten, die halt sich in privaten Militärfirmen, Private Military Companies organisieren und sich halt dann zur Verfügung stellen gegen Bezahlung. Die werden auch heutzutage noch eingesetzt, aber im Wesentlichen in Schutzfunktionen, nicht mehr in Kampffunktionen, weil sich halt auch herausgestellt hat, dass es schwieriger ist, Befehlsumsetzung von angeheuerten Truppen zu erwarten, als von eigenen Truppen. Also es gab da zu viele Probleme, auch sie in reguläre Truppenoperationen zu integrieren. Insoweit ist das Thema
Private Military Companies als Kampftruppen tatsächlich zu benutzen, ist eigentlich relativ durch. Eine Möglichkeit, die wir jetzt momentan häufiger sehen, sind Spezialeinheiten, der Rückgriff eben auf die Navy SEALs, die Osama, dieser Versprecher, der passiert, glaube ich, jedem, der an dieser Stelle erzählt. Also die Osama Bin Laden halt erschossen haben, gefangen nehmen wollten, man weiß es ja nicht genau, aber auch eben der Rückgriff bei uns auf die KSK. Also hochspezialisierte Einheiten, die eben extrem professionell an Aufgaben herangehen und dadurch auch die eigenen Verluste minimieren können. Zweite Sache, die heute natürlich absolut interessant ist, wäre sicherlich ein Thema für eine eigene Veranstaltung hier, ist Cyber. Ich will da gar nicht in Details gehen, weil es einfach, also für mich als Politologe ist es immer unheimlich schwer, hier abzuschätzen, was ist Propaganda, was ist tatsächlich im Cyberbereich möglich. Aber Cyber ist natürlich eine Entwicklung, wo man sagen kann, das zielt auch darauf, Schaden zu verursachen, ohne eigene Truppen zu gefährden. Und natürlich Robotisierung als große Chance, die eigenen Truppen möglichst aus den Kampfhandlungen rauszunehmen. Und insoweit kann man natürlich argumentieren, Kriegsführung mit Drohnen ist eine Möglichkeit, diesen New Western Way of War umzusetzen. Und hier 2002 gab es im Mai einen ersten 14-minütigen Testflug eines unbemannten Kampfflugzeugs. Boeing hat dann kurz darauf in einschlägigen Zeitschriften eine große Anzeige ganz weiter geschaltet, wo sie das zelebriert haben. Und man kann es schlecht lesen. Ich lese es kurz vor. It transformed the future. Und hier unten steht, Air crews will no longer have to be put at risk. Das war sozusagen das, was Boeing als zentrales Argument für diese Robotisierung genannt hat. Aber als die Anzeige geschaltet wurde, beziehungsweise als der Testflug stattgefunden hatte, war das schon überholt. Denn in Afghanistan kam wenige Wochen vorher schon eine erste bewaffnete Predator-Drohne zum Einsatz. Predator-Drohnen sind eigentlich Aufklärungsdrohnen. Die wurden mit zwei Hellfire-Raketen bestückt. Die Software-Algorithmen wurden umgeschrieben, weil das Hauptproblem war, wenn die Rakete das Flugzeug verlässt, ist das Flugzeug im Ungleichgewicht. Und ein Pilot steuert das manuell sofort mit der Hand nach. Der hat da sozusagen das trainiert. Hier musste dann die Software das aussteuern, weil einfach über die Funkfernsteuerung, das wird über Satellit gesteuert, Laufzeit des Signals, ungefähr 2-3 Sekunden, kann der Mann am Boden das nicht genau genug aussteuern. Und als der Software-Algorithmus gelöst war, hat man also hier dann die Predator auch bewaffnen können. Und nur mal so, um eine Dimension zu nennen, wir hatten bis Ende letzten Jahres keinerlei Daten über die Umfänge der Drohnenangriffe in Afghanistan. Man kennt viele Informationen über Drohnenangriffe in Pakistan, Jemen, Somalia, auf die gehe ich nachher nochmal ein, aus unabhängigen Quellen. Man hatte aber überhaupt keinen Überblick, wie viele Drohneneinsätze in Afghanistan stattfanden. Und im Zeitraum 2009 bis 2012 1273 Drohneneinsätze, also Abschüsse von Waffen. Drohneneinsätze sicherlich mehr, aber wo es zum Abschuss der Waffe kam, und das ist eine bestätigte US Air Force Zahl. Und um sich auch nochmal eine Dimension zu machen, wie viel oder wie wichtig die Drohne heutzutage schon ist, Vertreter von General Atomics, die stellen sowohl die Predator als auch die Reaper-Drohnen her, der sagte im November 2011 in einem öffentlichen Vortrag, every second, every day, 58 Predator Series Aircraft are airborne worldwide, also jetzt zu diesem Zeitpunkt mindestens 58. Ich hatte den Vortrag ziemlich genau ein Jahr vorher gehört, da hat er noch von 40 gesprochen. Und innerhalb eines Jahres von 40 jede Sekunde, jeden Tages auf 58 jede Sekunde, jeden Tages. Und
Ich habe leider keine neuere Präsentation von ihm gefunden, aber man kann sich vorstellen, dass diese Zahl nochmal deutlich nach oben gegangen ist. Wir reden heute natürlich überwiegend über Drohnen, aber Robotisierung ist ja nicht nur auf die Luftstreitkräfte beschränkt. Wir haben gerade in den USA unbemannte Systeme in der Zwischenzeit in allen Teilstreitkräften vertreten. In der Air Force haben wir hier zum Beispiel die Reaper, die ist bewaffnet. Wir haben beim Army Entwicklung, die sind noch nicht im Einsatz, aber die Entwicklung unbemannter Trageroboter. Und wer mal ein wirklich spannendes Video sehen wollte, das ich aus Copyright-Gründen schlicht hier nicht zeigen möchte, kann mal Big Dog bei YouTube oder wo auch immer googeln und sich das Video halt mal anschauen. Extrem spannend, weil diese Systeme enorm organisch laufen. Man hat also das Gefühl, man sieht ein Tier. Sie sind so ausgelegt, wenn man sie anschubst, gleichen sie sich aus. Wenn sie auf Eis laufen, können sie sich ausgleichen. Und die Informationen, die Videos, die man so kennt, sind schon ein paar Jahre alt. Also die Entwicklung ist deutlich weitergegangen. Und die sollen halt dann in unwegsamem Gelände einfach schlicht Material für die Soldaten tragen. Aber natürlich gibt es auch bewaffnete Systeme. Hier das SWORD-System. Das ist im Prinzip ein Roboter zur Sprengfallenentschärfung, auf dem man ein Maschinengewehr mit einer Zieloptik draufgebaut hat. Der Sound ist ein bisschen odd, spricht alles gegen diesen Film, ihn hier so zu zeigen, kann ja jeder mal in Ruhe gucken. Aber auch bei der Navy gibt es in der Zwischenzeit unbemannte Systeme, zumindest in der Testphase hier, also ein unbemanntes Patrouillenboot der US Navy. Die israelische Armee hat auch unbemannte Boote im Test. Die sind noch nicht alle eingeführt im Sinne, dass sie schon operativ sind, aber es wird in allen drei Teilstreitkräften halt an solchen Militärrobotern gearbeitet. Der US-Kongress war da eine ganz treibende Kraft dahinter. Der hat 2001 eine Vorgabe gemacht, die aus der technologischen Perspektive als extrem ambitioniert gelten kann. Er hat gesagt, 2001, und wir sind in einer Phase, wo zum Beispiel diese ganzen technischen Sachen, über die ich eben bei der Predator geredet habe, noch nicht gelöst sind, hat er gesagt, wir wollen 2010 ein Drittel aller Flugsysteme unbemannt, ein Drittel aller Bodensysteme 2015 unbemannt und wir haben momentan bei den US-Streitkräften schon ungefähr ein Drittel aller Flugzeuge unbemannt. Das sind natürlich auch sehr kleine Drohnen, die dazu gezählt werden, halt, aber ein Drittel, die Zielvorgabe ist erfüllt. Boden ist nicht ganz klar, ob man es schaffen kann, aber denkbar ist es. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie hat sich der Drohnenbestand der USA zwischen 2002 und 2012 entwickelt. Hier unten haben wir sozusagen so einen ganz kleinen Balken. Das sind 50 Drohnen und jetzt haben wir in der Zwischenzeit über 7000. Ich glaube, sie haben in der Zwischenzeit schon, kratzen sie an der 8000er Marke. Das sind alles Länder, die laut offiziellen US-Angaben des letzten Jahres über Drohnen, militärische Drohnentechnologie verfügen. Nicht über zivile, über militärische Drohnentechnologie. Und bevor Sie das jetzt nachzählen wollen, das sind 76 Länder. Diese Zahl ist in der Zwischenzeit auch überholt. Der amerikanische Experte Peter Singer spricht in der Zwischenzeit von über 80 Staaten. Genau, es ist nicht ganz genau abzuschätzen, aber die über 80 ist sicherlich realistisch. Also wir nähern uns der Marke, dass mehr als die Hälfte aller Länder weltweit über militärische Drohnentechnologie verfügt. Und das ist natürlich auch ein Markt, ganz klar. Es gibt eine Studie eines amerikanischen Consulting-Unternehmens von 2010 und die sagen, zwischen 2010 und 2016 werden die Verteidigungsetats im Schnitt unter 1% wachsen. Die Ausgaben für Drohnen werden aber im Schnitt um 18% wachsen. Also ein absolut boomender Markt. Insoweit eckige Klammer. Gestern hat ja der
EADS-Chef Enders gesagt, sie würden aus dem Drohnenbusiness aussteigen. Also angesichts dieser Zahlen glaube ich ihm das einfach schlicht nicht. Ja? Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt noch eine Studie der Thiel-Gruppe vom Jahr 2012 anguckt, die sagen zwischen 2012 und 2022, also in den nächsten 10 Jahren, Marktvolumen für Drohnen verdoppelt sich. Der Umsatz wird in der Zeit bei 90 Milliarden US-Dollar liegen und man erwartet ein Wachstum von über 4% in diesem Sektor. Also da jetzt aussteigen zu wollen, erscheint mir aus ökonomischer Sicht oder aus industrieller Sicht einfach Unsinn, das so zu behaupten. Jetzt haben diese Systeme natürlich auch Vorteile. Das muss man anerkennen und jetzt kann man die mal so der Reihe nach durchgehen. Es gibt im Militär diesen berühmten Spruch, sie sind für D3-Missionen bestens geeignet. Unter D3 versteht man dull, dirty und dangerous. Also wenn es langweilig, dreckig oder gefährlich ist, dann sind Roboter das Mittel der Wahl. Der Roboter wird nicht müde, wie zum Beispiel der Mann, der Wache schieben muss, dem halt irgendwann doch die Augen zufallen. Der Roboter, wenn die Batterie eben aufgeladen ist, bleibt wach. Den stört es nicht, wenn es dreckig ist, der hat da auch kein Problem, wenn es irgendwie dann gefährlich wird. Also sozusagen aus militärischer Sicht in diesen Szenarien Roboter eigentlich besser als Menschen. Wenn man jetzt auf die Drohne geht, hier ist das zentrale Kriterium, das von Militärs immer wieder als spezielle Eigenschaft, die unique selling point quasi der Drohne genannt wird, sind die sogenannten hohen Stehzeiten. Oder im Englischen Loitering Time. Und das bedeutet, Sie können je nach Drohne halt 24 Stunden oder länger über einem Gebiet kreisen, in der Zeit über Ihre Sensoren Daten sammeln und die in Echtzeit eben an den Kommandostand zurückspielen. Das bedeutet einfach natürlich aus militärischer Sicht, dass man eine viel bessere und langfristige Lageerkenntnis gewinnt, dass man eben auch hier deutlich bessere Entwicklungen sieht. Wenn man sich das halt überlegt, früher war das halt so, da ist ein Tornado zum Beispiel mit einer Kamera über ein Gebiet geflogen, hat halt lauter Fotos geschossen, ist zur Basis zurückgekehrt, dann wurde der Film entwickelt, dann kam der Film, die entwickelten Bilder zur Auswertung und das dauerte ein paar Stunden und die haben dann irgendwann gesagt, ja, vor 6 Stunden gab es an der Stelle, wo der Tornado drüber geflogen ist, eine Truppenkonzentration von, keine Ahnung, irgendeinem Gegner. Und diese 6 Stunden sind natürlich aus militärischer Sicht extrem problematisch, weil ich nicht weiß, ist er noch da oder ist er nicht da. Und wenn man sozusagen sich jetzt aus militärischer Logik das vorstellt, dann spricht man von der sogenannten Sensor-to-Shooter-Gap, also der Lücke zwischen Aufklärung und Bekämpfung. Und wenn ich das Ganze natürlich in Echtzeit habe und eben auch entwickeln kann, kann ich viel effektiver und effizienter militärische Ressourcen einsetzen. Auch ist es natürlich möglich, bei solchen Systemen Teamwechsel vorzunehmen während des laufenden Betriebs. Ich kann das System von einer Konsole an die andere übergeben. Das heißt, wenn meine Drohnenpiloten müde werden, dann kommt einfach ein frisches Team rein etc. Man kann viel höhere Aufmerksamkeitsspannen dadurch erzeugen. Das ist alles viel einfacher dann und auch für die Mission einfach vorteilhafter, ausgeruhte Leute immer an den Konsolen zu haben. Man kann bestimmte Routineaufgaben automatisch erledigen. Da rede ich dann heute Mittag vor allen Dingen drüber, über die Frage, was on the loop und out of the loop heißt. Aber im Prinzip, dass man sagt, wenn die Drohne ihren Kurs erstmal programmiert hat, dann muss ich immer nur mal gucken, ist die noch auf dem Kurs, aber ich muss sie nicht die ganze Zeit aktiv steuern. Man hat dann also auch Entspannung. Es ist bei Verlusten keine gefährliche Rettungsaktion mehr möglich. Es werden gerade von westlichen Staaten, wenn Piloten abgeschossen sind, enorme Anstrengungen unternommen, um die dann auch wieder zu bergen. Da geht man dann auch hohe Risiken ein bei den Bergemannschaften. Das entfällt hier natürlich. Wobei man sagen muss, ganz einfach ist es auch nicht, weil zumindest die aktuelle Praxis ist, eine abgestürzte Drohne wird auch gerettet, aber nicht, weil man irgendwie da den Piloten retten möchte aus humanitären Gründen, sondern schlicht, weil man nicht möchte, dass die Drohnentechnologie dann sich verbreitet. Da sehen wir nachher, dass es nicht immer so erfolgreich war. Meistens, wenn man die Drohne nicht bergen kann, versucht man zumindest, sie dann mit einem erneuten Luftschlag zu zerstören.
Und solche Systeme haben natürlich auch den Vorteil, man kann sie untereinander dann vernetzen. Sie können als Relaisstationen fungieren. Verschiedene Drohnen können sich dann auch direkt relevante, missionsrelevante Informationen zuspielen, können dann zum Beispiel den Kurs ändern, wenn sie von einer anderen Drohne Hinweise bekommen, in einem Gebiet ist was relevant, bei ihnen ist nichts relevant. Dann automatisches Verhalten, also bis hin dann irgendwann möglicherweise zu Schwarmverhalten. Aber das ist momentan alles noch so in den ganz so in den Anfangsphasen. Jetzt welche, das sind sozusagen die, so die militärischen Vorteile gewesen. Wenn man jetzt mal schaut, was so in der Debatte momentan immer diskutiert wird, da wird oft gesagt, Drohnen sind billiger in Beschaffung und Betrieb. Und das Argument ist einfach schlicht umstritten. Wenn man sich mal anschaut, die Reaper, die ja die Bundeswehr diskutiert anzuschaffen, da werden, je nachdem, wie man rechnet, bis zu 30 Millionen Dollar pro Stück anfallen. Das ist immer sehr schwer zu rechnen, weil man eine Bodenstation natürlich auf mehrere Drohnen umlegen kann. Das heißt, wenn ich nur eine kaufen würde plus Bodenstation, wäre es extrem teuer. Wenn ich eine Bodenstation für mehr Drohnen benutze, dann sinken die Kosten natürlich pro Drohne. Man muss sich aber auch immer klar machen, diese ganzen Daten, die da generiert werden, brauchen unheimlich viel Auswertungsaufwand, viel mehr eben als früher, wo man so einen Stapel Bilder hatte. Jetzt hat man halt die ganze Zeit ein Echtzeitvideo, dadurch gehen die Kosten auch wieder hoch. Aber andere argumentieren zum Beispiel, dass moderne Systeme, die automatisch landen, so soft landen. Und das habe ich von einem kritischen Robotiker gehört, der wirklich Drohnenrüstung sehr kritisch gegenübersteht, aber der sagt, die landen so sanft, dass das Fahrwerk deutlich weniger beschädigt wird, als wenn das ein menschlicher Pilot macht. Dadurch sinkt der Wartungsaufwand zum Beispiel. Aber man muss sich halt, wenn man jetzt guckt, bei einem, das mit dem Eurofighter vergleicht, der kostet, das ist auch jetzt nur so ganz roundabout, je nachdem wie viel Stück man kauft, ungefähr 120 Millionen pro Stück. Da scheint die Drohne im ersten Moment deutlich billiger. Aber man muss sich immer klar machen, und darauf gehe ich nachher noch ein, die Einsatzszenarien, in denen ich eine Drohne einsetzen kann, sind deutlich geringer. Einen Eurofighter kann man einsetzen, wenn auch Luftabwehr vorliegt, wenn man es mit gegnerischen Kampfflugzeugen zu tun hat. Die Drohne, über die wir jetzt reden, die aktuellen Systeme, wie zum Beispiel die Reaper, die kann ich nur einsetzen, wenn der Luftraum unumkämpft ist, wie das die Militärs nennen. Das heißt, wenn die gegnerische Luftabwehr praktisch eliminiert wurde. Das heißt, geringere Kosten ja, aber deutlich ein kleineres Missionsprofil. Das Argument, das von Befürwortern am stärksten gemacht wurde, deshalb habe ich damit ja auch gestartet, ist eben der besondere Schutz eigener Soldatinnen und Soldaten. Und hier würde ich einfach sagen, ja, wenn ich mir das Argument anschaue, gibt es Szenarien, in denen das stimmt. Wenn ich eben über Close Air Support rede, eine Bodentruppe am Boden, Patrouille, gerät in einen Hinterhalt, braucht Luftunterstützung, Sie haben eine Drohne, die über Ihnen steht, dann ist eben diese Lücke zwischen Aufklärung, Angriff, Aufklärung und Verteidigung deutlich kleiner, als wenn Sie ein bemanntes Flugzeug erstmal herbeiordern müssen, das starten muss, das hinfliegen muss etc. Und in dieser Zeit liegt halt die Bodentruppe unter Feuer und dann kann es eben zu eigenen Verlusten kommen. Wenn man da eine Drohne drüber kreisen hat, ist es deutlich geringer, dieses Risiko. In anderen Szenarien, die oft genannt werden, zum Beispiel um dann, also zumindest in den USA genannt werden, zum Beispiel wenn es darum geht, dass Aufständische irgendwo eine Sprengfalle vergraben, man sieht das von der Drohne, man kann die dann direkt angreifen. Also in solchen Szenarien, denke ich, würde auch ausreichen, dass man weiß, es ist an einer bestimmten Stelle eine Sprengfalle und kann die dann mit anderen Mitteln räumen, da brauche ich keine Drohne für. Also der Schutz ist gegeben, aber eben nur in begrenzten Szenarien. Und wenn man sich mit Bundeswehrleuten unterhält, das Argument des Close Air Support ist das, was sie eigentlich immer ziehen. Das ist ihr Hauptargument zur Verteidigung von Drohnen. Und ein weiteres Argument ist, dass die Systeme eben besonders präzise seien und dadurch geringere Gefahr für Zivilisten bestehen würde. Das ist umstritten. In der Theorie ist die Drohne präziser. Warum? Sie ist einfach A, sie steht länger in der Luft, sie kann eben einen besseren Zeitpunkt zum Angriff wählen. Sie kann sagen, okay, meine Aufklärung zeigt mir, da sind Zivilisten in der Umgebung.
ich warte ab, ob die Zivilisten vielleicht weggehen. Man hat die Zeit, das ist bei einem bemannten Anflug in der Regel nicht gegeben. Der bemannte Jet kommt, der hat ein sehr enges Zeitfenster anzugreifen, muss wieder abdrehen. Also aus der Theorie müsste die Drohne eigentlich präziser sein. Aber das Argument ist umstritten, weil wir eben gerade in Pakistan von unabhängigen Stellen eben sehen, dass die Zahlen an getöteten Zivilisten prozentual zu vermeintlichen Terroristen gar nicht so niedrig sind. Da spricht man je nach Quelle zwischen 10% und 30% getöteter Zivilisten. Und das ist einfach relativ viel für eine Waffe, die halt so präzise sein möchte wie die Drohne. Aber in der Theorie sollte sie theoretisch präziser wirken können. Jetzt gibt es momentan im Bereich der militärischen Robotik 3 Trends. Das war alles bisher so State of the Art. Was sind so die Trends? Der erste Trend ist natürlich die Bewaffnung, der kam jetzt schon so rein. Die USA und Israel, die Luftsysteme sind hier Vorreiter, aber wir haben ja eben gesehen, auch See- und Landsysteme werden bewaffnet. Wir wissen, dass die USA, Großbritannien und Israel bewaffnete Drohnen eingesetzt haben. Großbritannien eben im Rückgriff auf amerikanische Drohnen, aber unter eigenem Kommando. Und man vermutet momentan, beziehungsweise sieht Interesse an bewaffneten UCAVs, steht für Unmanned Combat Aerial Vehicles, also das C für Combat. In China, Russland, Iran, da weiß man, die haben bewaffnete Drohnen entwickelt. Über die Qualität gibt es unterschiedliche Ansichten, also gerade bei der iranischen, inwieweit die tatsächlich auch einsatzfähig wäre, weiß man nicht, ob es nicht eher ein Propagandading ist, aber sie haben zumindest behauptet, sie haben eine bewaffnete Drohne. Italien will US Reaper haben, Frankreich will was entwickeln, Deutschland, da kennen wir ja die Debatte. Türkei, Indien, Pakistan, Taiwan sind entweder an Eigenentwicklung oder versuchen auch amerikanische Kampfdrohnen zu bekommen. Das ist natürlich noch deutlich weniger als die 76 bzw. über 80 Staaten, die ich vorhin genannt habe. Aber man sieht, der Trend geht hin zur Bewaffnung. Der zweite Trend ist die Miniaturisierung, und zwar sowohl der Plattform, also des Systems Drohne zum Beispiel jetzt, und da müsste man eigentlich noch Anführungszeichen Wirkmittel, das ist der Bundeswehrbegriff für Raketen, Bomben und alles, was tötet. Also man entwickelt momentan zum Beispiel miniaturisierte Sprengköpfe, um die Wirkung der Sprengung zu reduzieren, mehr Raketen an eine Drohne anflanschen zu können. Also die sind teilweise nur 60 cm lang, geringer Durchmesser, da kann man einfach mehr Zuladung von diesen Raketen dann an eine Drohne hängen. Und natürlich so der Gedanke, wenn ich präzise angreifen kann, langt eben auch ein kleinerer Sprengkopf, wenn ich weiß, der Gegner, den ich bekämpfen möchte, ist im 4. Stock eines Hauses, dann bisher ist die Praxis da mit der Drohne, man schießt auf das Haus und hofft, dass nicht noch im Umkreis andere Häuser kaputt gehen. Der Gedanke wäre, dass man dann halt nur den 4. Stock zerstört mit einer sehr geringen Sprengwirkung. Und die Argumentation dahinter ist natürlich, dass das dann auch zivile Verluste reduzieren hilft. Im Design haben wir momentan auch schon Drohnen, die Vogelgröße haben. Hier zum Beispiel was DARPA, das ist so der Mad Science Arm der amerikanischen Militärwissenschaft, die finanzieren sehr, sehr abgefahrene Projekte hier mitentwickelt. Das ist im Prinzip ein Kolibri, der sich also auch durch elektrischen Flügelschlag in der Luft hält, hier eine Kamera hat und natürlich ideal zum Beispiel jetzt hier hinten am Fenster mal kurz stehen könnte, um mal zu gucken, wer von den Piraten sich zu diesem Thema interessiert. Ja? Es ist definitiv unauffälliger als eine Helikopterdrohne, die reinschaut. Und es geht ja nur sozusagen um den Gedanken, dass man das weiterspinnen kann. Das ist jetzt sozusagen das Kleinste. Das Nächste ist eine Libelle. Und ich glaube, keinem von uns würde auffallen, wenn eine Libelle vorm Fenster stehen würde. Ja? Also
im Prinzip sozusagen einfach der Gedanke, du passt es dann auch möglicherweise an die Umgebung an, du nimmst halt nicht einen Kolibri dort, wo es keine Kolibris gibt, dann nimmst du halt einen anderen Vogel, aber sozusagen der Gedanke, damit sich in diese Umgebung so rein einzupassen, dass die Aufklärung praktisch nicht mehr wahrgenommen wird. Der dritte Trend ist Automatisierung von Prozeduren und Entscheidungsprozessen, und diesen Trend hebe ich mir für den Vortrag heute Mittag auf, der ja so ein bisschen noch weiter stärker diese Zukunftsentwicklung erfassen soll. Deshalb gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Und im Hinterkopf behalten, es ist einer von drei massiven Trends, die momentan stattfinden. Drohnen bei der Bundeswehr, das können wir relativ kurz machen. Momentan, die Bundeswehr hat schon über 300 Drohnen, aber die meisten sind halt irgendwie nur taktische Drohnen mit einer kurzen Reichweite. Das sind die KZO und die Luna. Es gibt dann auch so Drohnen für den Nahbereich, ganz nah, nur wenige Kilometer. Das ist dann Aladdin und Mikado. Aber sozusagen die stärker sozusagen Relevanz haben, sind eben die Systeme, die nicht nur so in dem kleinen taktischen Umfeld, sondern schon für im größeren Bereich gesetzt benutzt werden können. Das ist die sogenannte MALE-Klasse, Medium Altitude Long Endurance, also die fliegen auf einer mittleren Höhe und haben eine lange Ausdauer, können ungefähr so 24 Stunden, ich glaube bis zu 36 maximal in der Luft bleiben, und momentan benutzt die Bundeswehr drei Heron 1, die aus Israel geleast sind. Und das wäre hier zum Beispiel so eine von diesen Heron. Und dann sieht man hier oben für die Satellitensteuerung diese Ausbuchtung, und hier unten ist dann die Kamera und hier der Radar im Zweifel, hier also, wo man dann die Bodenbeobachtung mit hochauflösender Kamera halt leisten kann. In der Debatte, aber da werde ich zur Debatte heute eigentlich nichts sagen, weil ich finde, man kann dazu nichts Vernünftiges sagen, sondern nur den Kopf schütteln, ist die sogenannte HALE-Klasse, High Altitude Long Endurance. Und da besitzt die Bundeswehr einen Eurohawk eben zu Testzwecken. Wie lange der noch fliegen darf, wissen wir nicht, ja, ob er überhaupt fliegen darf. Aber hier drückt sich eben in diesem High Altitude eben aus, dass dieses System in bis zu 20 Kilometern Höhe fliegt, nicht wie die Medium Altitude, so um die 10, 12 Kilometer, sondern eben sehr hoch und auch mit einer sehr langen Ausdauer versehen Informationen liefern kann. Und bislang hat die Bundeswehr keine bewaffneten Drohnen. Das ist ein Fakt. Im Bereich Bodensysteme ist die Bundeswehr auch immer am Erproben. Da gibt es alle zwei Jahre die LROP. Das ist eine Leistungsschau für militärische Bodensysteme. Und wenn man das der Presse richtig entnehmen kann, sind die Generäle immer, die dabei sind, ein bisschen enttäuscht, weil sie sich da mehr vorgestellt haben. Das Problem ist schlicht, die technische Entwicklung ist am Boden deutlich schwerer als in der Luft. Weil in der Luft ist es deutlich leichter, Sachen auszuweichen. Man kann nach oben, unten, rechts, links ausweichen. Am Boden hat man eben nur Rechts-Links-Ausweichmöglichkeiten. Und es ist einfach viel schwieriger, man hat viel mehr Gegenstände, viel mehr Sachen, um die man drum rumfahren muss. Also von der ganzen Technologie ist eben der Bodenbereich schwieriger umzusetzen als der Luftbereich. Und deshalb ist da im Bereich Bodensysteme, hat man auch Roboter zur Entschärfung von Sprengsätzen, aber sonst nicht so besonders viel. Gut, wir wissen alle, unser Verteidigungsminister hält den Einsatz von Drohnen für ethisch in Ordnung. Das hat er ja mehrfach gesagt. Und er meint, dass das auch sicherheitspolitisch in Ordnung ist. Das werden wir gleich nochmal hinterfragen. Bündnispolitisch, Deutschland sollte da eben mit dabei sein. Und es ist auch technologisch sinnvoll. Wir haben es ja gesehen, die Technologie hilft, die eigenen Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Und es sollen mittelfristig 5, langfristig um die 16 bewaffnete Drohnen angeschafft werden. Ob es jetzt tatsächlich die US Reaper wird, wie die Luftwaffe es gerne hätte. Der Inspekteur der Luftwaffe, General Müllner, ist also ein Vertreter, man solle hier die bewährte US-Technologie kaufen. Aber es gibt natürlich auch die Alternative, eine bewaffnete israelische Heron zu besorgen. Langfristig, wie gesagt, sollen es mehr werden, vielleicht eine europäische Lösung. Also man muss sagen, die europäische Luftfahrtindustrie hat momentan kein System anzubieten, das auch nur annähernd mit den amerikanischen konkurrieren kann.
Man muss sagen, die europäische Rüstungsindustrie hat den Trend schlicht verschlafen und dann haben sie auch zu aufwendige Systeme entwickelt, die sehr viele Kinderkrankheiten hatten oder wo die Bedenken auch sind, dass sie zu viele Kinderkrankheiten haben. Wenn man sich halt vorstellt, diese Reaper und Predator, was die an Flugstunden schon zusammengesammelt haben, wenn man halt jede Sekunde mindestens 58 von den Dingern in der Luft hat, da sind eben die meisten Kinderkrankheiten auch schon ausgemerzt. Also die Systeme sind aus militärischer Sicht verlässlich. Und die Bundeswehr plant keine Autonomie. Aber darüber reden wir ja heute Mittag. Und das Hauptargument, das eben immer wieder genannt wird, ist der Schutz der deutschen Soldatinnen und Soldaten, eben dieser Close Air Support. Das schenke ich mir, weil da haben wir den Experten. Deshalb überspringen wir mal das Völkerrecht. Da wäre ich ja auch nur fußgängerisch unterwegs, ja. Aber vielleicht eine Zahl, die noch ganz interessant ist, hier, wenn man sich anguckt, ich hatte es ja vorhin gesagt, Pakistan schätzt man zum Beispiel in dem Zeitraum, wo ich sagte, in Afghanistan 1273 Drohnenangriffe, in Pakistan rechnet man für denselben Zeitraum ungefähr 312. Hier zwischen 2.500 und 3.500 getötete Menschen, davon Zivilisten zwischen 400 und knapp 900, je nach Schätzung. Und so kommt man dann, je nachdem, wie man die Zahlen kombiniert, zu diesen zwischen 10% und 30% getöteter Menschen getöteter Zivilisten in Pakistan. In Jemen und Somalia rechnet man momentan so zwischen 50 und 75 Angriffen, aber das ist natürlich alles sehr schwer zu zeigen. Die US Air Force und auch, gibt dazu keine Daten raus und man weiß nicht, ob die Teile der Angriffe nicht eben doch noch auch durch die CIA geflogen werden. Man weiß es nicht, das sind alles Zahlen von externen Beobachtern. Das schenken wir uns auch. Oder doch, nee, gehen wir nochmal davon aus, weil ich glaube, das hast du nämlich nachher nicht. Wenn wir robotisierte Kriegsführung haben, dann stoßen wir auf ein ganz spannendes Paradoxon aus völkerrechtlicher Sicht. Ich denke, ich nehme Philipp nicht zu viel weg, wenn ich jetzt erstmal die These in den Raum werfe, die aktuellen bewaffneten Systeme sind, wenn ich sie im Rahmen bewaffneter Konflikte einsetze, völkerrechtskonform. Würdest du das? Alles klar. Sehr schön, die Eventualitäten abgedeckt. Dankeschön. Also das kriegen wir nachher noch genauer. Aber sozusagen der Gedanke, also die aktuellen Systeme können völkerrechtskonform eingesetzt werden. Das ist eine ganz wichtige Information. Jetzt gibt es die These eines amerikanischen Juristen, eines Herrn Kahn, der sagt, wir kommen in ein Paradoxon, je mehr Robotik wir im Militär einsetzen. Und zwar, er argumentiert, das Recht des Soldaten im Krieg zu töten, basiert auf einer Reziprozitätsüberlegung, nämlich auf einem fiktiven Recht zur Selbstverteidigung. Er argumentiert, wenn ein Soldat in den Krieg geschickt wird, ist es in der Regel, will der das nicht oder er hat da keinen Einspruch zumindest, er wird aufgrund des Befehls eines Dritten in den Krieg geschickt. Wenn er nun also da unverschuldet im Krieg ist, hat er das Recht zur Selbstverteidigung, weil man niemandem das Recht auf Selbstverteidigung verwehren darf. Und das Recht zur Selbstverteidigung im Krieg bedeutet eben auch, den anderen, der genauso entsandt wurde, zu töten. Das heißt, er argumentiert, das Recht zu töten im Völkerrecht basiert auf einer fiktiven Selbstverteidigungssituation. Und Kahn argumentiert nun weiter, wenn ich über Robotik risikolose Kriegsführung durchführen kann, wenn meine Soldaten dadurch, dass sie überhaupt nicht mehr am Kampfgeschehen teilnehmen, sondern nur noch in irgendwie paar tausend Kilometer Entfernung Roboter steuern, wenn sie sozusagen praktisch nicht mehr angegriffen werden können, dann ist es keine fiktive Selbstverteidigung mehr, weil sie unter keiner Gefahr mehr sind. Und in dem Moment erlischt ihr Recht zu töten. Und das finde ich eine sehr interessante Überlegung, wie
eine Robotisierung der Streitkräfte auch das Völkerrecht oder diesen Gedanken, dass Soldaten ja töten dürfen, ohne dafür belangt werden, nachher belangt werden zu können, durch Robotisierung unterwandert wird. Und er spricht von einer Überwindung bzw. Aufhebung des klassischen Völkerrechts durch militärische Roboter. Die Frage, die er so ein bisschen offen lässt, ist, was kommt danach, was sind die Alternativen? Aber sozusagen dieser Gedanke, dieses Paradoxon, dass ich in dem Moment nicht mehr töten kann, wo ich nicht mehr töten darf, wo ich es perfekt kann. Das finde ich ist schon mal eine sehr interessante ethische Frage an der Stelle, die Kahn da aufwirft. Wir haben aber auch andere Leute, die halt sagen, es gibt nicht sozusagen ein ethisches Problem oder so ein Paradox, sondern wir haben einen Zwang, dass die Robotik ins Militär einzuführen. Und hier ist der US-Philosoph Bradley Strawser, ein ganz entscheidender Vertreter, der sagt, weil diese Systeme dem Schutz der eigenen Soldatinnen und Soldaten dienen, ist es ethisch zwingend, sie zu beschaffen. Und da hat er einen ganz einschlägigen Artikel im Journal of Military Ethics, Moral Predators, the Duty to Employ Uninhabited Aerial Vehicles. The Duty. Und er leitet es eben aus der Demokratie ab, dass er sagt, die Demokratie hat eine besonders starke Verpflichtung, ihre Bürgerinnen und Bürger in Uniform zu schützen. Sie muss alles für den Schutz tun, und entsprechend, wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Kriegsführung durchzuführen, die für die eigene Seite perfekten Schutz bietet, muss sie umgesetzt werden. Man kann aber natürlich jetzt sagen, sein Argument hat auch ein paar Probleme, nämlich eigentlich ist dieses Argument für jede überlegene Waffe anwendbar. Das heißt, es ist kein Argument spezifisch auf UAVs. Es ist theoretisch das weiterreichende Gewehr der weiterschießende Panzer, eigentlich ist sozusagen ist ein Argument, das permanente Aufrüstung fordert. Man müsste sich zum Beispiel fragen, inwieweit dann auch Proportionalitätsüberlegungen reingehen. Ist es eben so, dass möglicherweise, wenn ich mich dann so hochrüste, nur zum Schutz der eigenen Soldaten, ob ich dadurch dann fundamentale Menschenrechte des Gegners unterlaufe? Wenn wir zum Beispiel die Polizei anschauen, die Polizei muss auch bestimmte Risiken eingehen, wenn sie einen bewaffneten Täter festnimmt. Sie kann nicht einfach jemanden erschießen, weil er eine Waffe hat. Sie muss sozusagen alles versuchen, und der finale Rettungsschuss ist das Töten eines Verbrechers, weil eine konkrete Gefahr jetzt für Leib und Leben anderer davon ausgeht, ist also eine sehr, sehr hohe Hürde. Man könnte sich fragen, ob Strawser hier sozusagen nicht über das Ziel hinausschießt. Und man kann natürlich auch nur sich fragen, ist das Argument denn von denen, die es vorbringen, konsistent genutzt? Wenn man sich anschaut, wie lange es zum Beispiel dauerte, bis deutsche Truppenfahrzeuge in Afghanistan Schutz gegen Sprengfallen hatten. Was da im Ministerium hin und her überlegt wurde, ob man das Geld nun ausgeben soll oder nicht. Also es gibt sozusagen ganz andere Stellen, wo mit weniger Aufwand mehr Schutz für eigene Soldatinnen und Soldaten erzeugt werden könnte. Und deshalb ist einfach für mich die Frage, wenn jemand so ein Argument vorbringt, ist es nicht nur eine Schutzbehauptung, argumentiert auch an anderen Stellen eben konsistent, gerade auch von ministerialer Seite, ist es denn dann sozusagen tatsächlich so, dass in allen Belangen, wo es möglich ist, auch der Schutz der eigenen Soldatinnen und Soldaten im Vordergrund steht. Ein Argument, das auch oft genannt wird, ist das Sinken der Hemmschwelle. Und das ist, denke ich, ein sehr gewichtiges Argument. Nämlich der Gedanke, dass durch den Einsatz von Robotik im Militärbereich die Hemmschwelle zum Einsatz sinkt. Und hier, denke ich, sollte man unterscheiden. Es wird oft gesagt, die Hemmschwelle sinkt bei den einzelnen Soldaten. Und ich denke, das ist nicht ganz so einfach, weil wir haben sozusagen Hinweise, dass die individuelle Hemmschwelle eines Drohnenoperators, der eine bewaffnete Drohne steuert, sinken kann. Es gibt freigegebene Gesprächsprotokolle von der US Air Force, wo die Drohnenpiloten 1000 Kilometer entfernt in Funkkontakt mit einer Bodentruppe in Afghanistan stehen. Die Leute, die am Boden sind, sagen, nein, ihr dürft nicht angreifen, da sind Kinder bei dieser Gruppe von Aufständischen, ihr könnt nicht angreifen. Dann sagen die Drohnenpiloten zurück, ach kommt, wir haben das hier in HD, das sind keine Kinder mehr, das sind
Irgendwie dann kommen sie mit so einem, ich glaube, Adolescence oder irgendwie ist also so, die, sie diskutieren über die Frage, wo dann Kind ansetzt oder wo Kind aufhört. Und immer sozusagen der Gedanke der Drohnenpiloten, dass das sind keine Kinder mehr, die sind schon irgendwie über 14 und die wissen, was sie tun und die Truppen am Boden, nein, das sind Kinder. Und da merkt man so in den Gesprächen, die Drohnenpiloten, jetzt wollen sie auch mal einsetzen. Aber das ist sozusagen nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist nämlich, dass es nachweislich sehr hohe Raten von posttraumatischem Stress gibt bei Drohnenpiloten. Und das liegt vermutlich daran, dass im Gegensatz zum bemannten Kampfflugzeug, das fliegt an, löst die Waffe aus, dreht ab, der Pilot des bemannten Flugzeuges sieht nicht, was seine Waffe am Boden für eine Auswirkung hat. Der Drohnenpilot, die Drohne bleibt weiter über dem Gebiet, sieht die Auswirkungen seines Handelns in HD und wird auch mit diesen dann konfrontiert. Er sieht abgerissene Gliedmaßen etc., er sieht, was da passiert ist, und insoweit ist der Effekt, denke ich, auf den individuellen Soldaten nicht generalisierbar. Und ich denke, es ist auch dann eine nicht ganz faire Sache, da immer von dieser PlayStation-Mentalität zu sprechen im Zusammenhang mit der sinkenden Hemmschwelle. Wo ich hingegen die Hemmschwelle durchaus sinken sehe, ist auf der politischen Seite, bei den politischen Entscheidungsträgern. Und zwar aus einem anderen Grund. Wir haben ja festgestellt, dieser Schutz der eigenen Soldatinnen und Soldaten, das ist ganz gewichtig. Und gerade in westlichen Demokratien ist es eins der zentralen Argumente, die die Legitimität eben von Militäreinsätzen herausfordern können. Wenn man vorher sagt, in dem Militäreinsatz, das ist, wir bohren im Prinzip nur Brunnen etc., und dann plötzlich steigt die Anzahl der eigenen Toten, dann muss das die Politik legitimieren. Sie muss das im Wahlkreis, in der Presse legitimieren. Das ist extrem aufwendig, da Argumente zu finden. In dem Moment, wo diese Notwendigkeit, eigene Verluste zu legitimieren, entfällt, verändert sich mein Kosten-Nutzen-Kalkül bezüglich Einsätzen. In dem Moment, wo ich die Kosten in Anführungszeichen nicht habe, legitimieren zu müssen, eigene Opfer hinnehmen zu müssen, kann der Nutzenaspekt stärker relativ gewinnen. Das heißt, durch diese veränderte Kosten-Nutzen-Abwägung sinkt meines Erachtens die Hemmschwelle zum Militäreinsatz, weil dann eben auch konkurrierende Normen, vor allen Dingen auch westliche Normen, zum Beispiel humanitäre Einsätze, stärker gewichtet werden. Und ich habe also dann schon so Aussagen gehört, hätten wir doch nur Kampfdrohnen gehabt, wir hätten Ruanda verhindern können mit Kampfdrohnen, weil man einfach ohne eigene Gefahr einen Militäreinsatz aus humanitären Gründen hätte machen können. Und ich sehe also die Enthemmung eher auf der politischen denn auf der militärischen Seite. Und wenn man jetzt nochmal gegen Ende auf weitere sicherheitspolitische Probleme schaut, wo ja unser Verteidigungsminister sagt, das ist alles sicherheitspolitisch sinnvoll mit den Drohnen, dann würde ich schon sagen, dass sein Blick halt extrem verkürzt ist, nämlich auf die Sachen, die wir eben genannt haben, Schutz der eigenen Soldatinnen und Soldaten. Denn was sind weitere sicherheitspolitische Implikationen, die alle eher mittel- oder langfristig sind? Wir haben schon jetzt Rüstungswettläufe. Wir haben ja vorhin gesehen, die Drohne verbreitet sich massiv. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal anschaut, hier, das ist eine chinesische Longdong-Drohne, die sieht nicht zufällig so aus wie eine amerikanische Predator. Die Vermutung, dass hier Drohnentechnologie oder auch Drohnentechnologie durch Abstürze weitergereicht wurden oder durch das Hacking von amerikanischen Firmenservern etc. Diese Möglichkeit sollte man an der Stelle doch mal in Betracht ziehen, was das Drohnenmonopol, das vermeintliche des Westens, erstmal mit einem großen Fragezeichen versieht. Und hier ein Bild zum Beispiel aus einem chinesischen Fernsehvideo, wo zum Beispiel dann man sieht, Drohnen sollen amerikanische Flugzeugträger, also beziehungsweise halt, ich muss nochmal zurück, Drohnen sollen Flugzeugträgerverbände einsetzen, die sind alle nicht gemarkt, also ob das amerikanische sind, das wurde da nicht gesagt. Nun fragt man sich, wer hat solche Flugzeugträgerverbände, ja? Also die Ausrichtung ist klar, es wird halt nicht aber offiziell gesagt, also Drohnen zur Aufklärung, um dann mit weitreichenden Antischiffsraketen
wem auch immer diese Verbände gehören, dann im südchinesischen Meer bekämpfen zu können. Wir haben natürlich das Problem, dass unbemannte Systeme für Terrorattacken eingesetzt werden können. Hier eine Drohne, mit der ein Anschlag aufs Pentagon verübt werden sollte, wobei das im Prinzip ein großes Modellflugzeug ist, das dann halt mit nur genügend Sprengstoff beladen und mit einer Kamera versehen zielgenau treffen kann. Und man muss sich natürlich klar machen, die Vorteile, die das Militär aus der Drohne hat, die Distanz des Operators zu dem Einsatzgebiet, dieser Vorteil gilt genauso für Terroristen. Je nachdem, was ich da für ein System nehme, bin ich deutlich distanzierter von dem Platz, wo ich den Anschlag verübe. Und wir wissen ja zum Beispiel jetzt, wie die Bezug auf den Boston-Anschlag vor kurzem, dass eben die Tatsache, dass die Terroristen sich in dem Gebiet aufgehalten haben, wo der Anschlag stattgefunden hat, ja auch zu ihrer sehr, sehr schnellen Identifizierung beigetragen hat. Wenn ich aber sage, die Terroristen können sich irgendwo in einem Radius von 20, 30 Kilometern aufgehalten haben, möglicherweise dort, wo eben auch keine Kameras sind, dann ist natürlich die Gefahr oder die Möglichkeit, damit einen Terroranschlag zu machen, deutlich größer. Und je mehr sozusagen diese Drohnentechnologie sich verbreitet, sie ist auch im zivilen Bereich immer stärker genutzt, umso weniger sind natürlich Terroristen dann auf relativ krude Modellflugzeuge angewiesen, sondern können sich schon bessere Systeme auf die zurückgreifen. Also insoweit sehe ich bei Terrorattacken mit unbemannten Systemen eine ziemliche Problematik. Auch eine Sache, die extrem heiß diskutiert wird, in Deutschland leider gar nicht, ist die Frage, wie anfällig sind diese Systeme gegen Hacking und Cyberangriffe, wie anfällig sind sie dagegen, dass man ihnen gefälschte GPS-Koordinaten gibt. Hier das Bild einer amerikanischen Aufklärungsdrohne, die der Iran aufgebracht hat. Der Iran behauptet, sie hätten das Ding zur Landung gebracht, indem man ihm falsche GPS-Koordinaten vorgegaukelt hätte. Die Drohne dachte, sie wäre über der Heimatbasis, ist runtergegangen und deshalb praktisch nicht zerstört. Es gibt sozusagen Experten, die das anzweifeln und sagen, also bei aller Liebe, der Iran, dass der sich in das verschlüsselte GPS-System einer amerikanischen Spionagedrohne einhackt, die dürfte von selbst runtergefallen sein. Ja? Aber die Möglichkeit besteht, diese Systeme sind eben durch diese Datenlinks angreifbar und dass das Ganze tatsächlich nicht völlig unrealistisch ist, zeigt ein Beispiel. Vor 2 Jahren in der Zwischenzeit gab es einen Zwischenfall auf der Creech Air Force Base in den USA, wo die gesamten Kampfdrohnen gesteuert werden. Und zwar fand man auf den Steuerkonsolen der Kampfdrohnen einen handelsüblichen Virus. Also einen Virus, den wahrscheinlich jeder von uns zu Hause hätte bekommen können und wo irgendwie der eigene Virenscanner gesagt hätte, übrigens Virus, weil es so ein ganz einfacher, bekannter Virus war. Nun war das Problem, diese Systeme sind, was man als Air-Gap bezeichnet, die hängen also an keinem Netzwerk dran. Neue Daten werden auf hochgesicherten Datenplatten über USB oder was dann auch immer der Anschluss ist, halt übertragen. Wie konnte ein handelsüblicher Virus auf diese Steuerkonsolen kommen? Und es hat die IT-Leute auf dieser Air Force Base über 2 Wochen gekostet, um alle Konsolen wieder virenfrei zu bekommen. Und die Erklärung, die bisher nicht offiziell ist, die aber eigentlich, wenn man sich mit ein paar Leuten, die so ein bisschen Kontakte haben, unterhält, jeder sagt, ist, das war auf der Hardware-Basis schon. Der Virus war auf der Hardware-Basis, weil dort kommerzielle Technologie verwandt wird. Da ist irgendwo ein kommerzieller Chip drin, der halt einfach den Virus schon in der Hardware hatte. Und wir müssen uns halt immer klar machen, Drohnentechnologie ist Dual-Use-Technologie, da gehen sehr viele zivile Produkte ein, eben auch aus Kostengründen. Und das kann eben bedeuten, dass man hier sich Sicherheitslücken einbaut. Eine andere Sache, 2 britische Wissenschaftler haben letztes Jahr gesagt, sie haben eine Backdoor in einen Chip gefunden, der auch in amerikanischen Waffensystemen zum Einsatz kommt, mit dem man den Chip hardwareseitig umprogrammieren kann. Also auf der Chip-Ebene den Chip manipulieren kann über eine Backdoor.
Es gab dann die Gerüchte, der Chip wird in China produziert, Gott im Himmel. Ja, die Firma, die den Chip hergestellt hat, sagt, ja, das waren wir, das war ein Wartungszugang. Ja, also so richtig klar ist es nicht. Aber egal sozusagen, was der Grund ist, die Tatsache, dass man so einen Chip dann von außen manipulieren kann, das ist natürlich extrem problematisch, weil es halt auch extrem schwer wird, das nachzuweisen nachher. Wenn man sagt, unsere tollen Systeme, und dann plötzlich, wir haben daneben geschossen, weil wir gehackt worden sind oder so, das wird, glaube ich, schwer der internationalen Öffentlichkeit klarzumachen. Und letzter Punkt, Destabilisierung bereits hochgerüsteter Regionen. Wir haben ja gesehen, diese Drohnen bieten militärische Vorteile, eben auch die Möglichkeit zum Beispiel gezielt einen Angriff auf die Führungselite eines Staates zu machen, über Präzision, darüber, dass sie halt relativ klein sind, etc. Und wenn jetzt sozusagen in bereits hochgerüsteten Regionen plötzlich die Staaten über solche Technologie verfügen, steigt eben auch die Gefahr oder steigt sozusagen die Spannung, weil man dem Gegner nun neue Fähigkeiten unterstellen muss. Und das kann in hochgerüsteten Regionen extrem problematisch sein. Zum Beispiel die Hamas und Hezbollah setzen auch schon Drohnen über Israel ein und einige sind von der israelischen Luftwaffe abgefangen worden. Wie viele nicht abgefangen wurden, weiß man nicht. Die sind bisher unbewaffnet, aber man könnte sich ja vorstellen, dass solche Systeme dann auch irgendwann bewaffnet sind und da für Angriffe genutzt werden. Also die Gefahr durch bewaffnete Drohnen bereits angespannte Regionen noch stärker zu destabilisieren, ist meines Erachtens extrem hoch. Und das bedeutet in der Zusammenfassung, das, was wir momentan sehen, ist im Prinzip der Versuch einer Umsetzung dieses neuen westlichen Wegs der Kriegsführung. Und die unbemannten Systeme sind ein Teil dieser Strategie, um diese Anforderungen, die an Militäreinsätze heute gestellt werden, umzusetzen. Eben auch, um der Exekutive Handlungsoptionen auf internationaler Ebene zu ermöglichen, die sie sonst nicht hätte. Wenn sie sonst damit rechnen müsste, ich kriege keine Zustimmung in der Bevölkerung für einen Militäreinsatz, wenn ich diese Kriterien nicht erfülle. Ich kriege die Zustimmung, wenn ich sie erfülle, dann bedeutet das natürlich, ich habe mehr Handlungsoptionen auf internationaler Ebene. Es führt zu einem Krieg, der immer stärker unter der Wahrnehmungsschwelle auch stattfindet, weil eben die Erfahrung zeigt, die Menschen schauen besonders deutlich hin, wenn eigene Verluste eben stattfinden. Drohnen, militärische Robotik hat ganz klar kurzfristig militärische Vorteile und eben auch politische Vorteile, während die Gefahren eben eher langfristigerer, mittelfristigerer Natur sind, abstrakter sind, Rüstungswettläufe sind noch halbwegs konkret, aber so Destabilisation von Regionen ist für viele Leute eher abstrakt, die Möglichkeit von Terrorismus, ja, also es sind halt alles Sachen, die sozusagen nicht so konkret sind, wie die Vorteile für die politischen Entscheidungsträger und auch das Militär. Und deshalb ist die Gefahr, die ich halt sehe, dass gerade westliche Staaten diesen Drohnenboom weiter vorantreiben, aber dass sich die bewaffnete Drohne zum Bumerang entwickelt. Und die New York Times hatte vor wenigen Wochen einen Artikel, der überschrieben war mit: Wann denkst du, geht das westliche Drohnenmonopol zu Ende? Und sie haben in dem Artikel die Antwort auch selbst gegeben. Sie haben gesagt, gestern. Und dieser Gedanke, dass sozusagen Drohnentechnologie immer noch ein Monopol des Westens sei, davon muss man sich verabschieden. Und es ist eben jetzt die Frage, wie kann man diesen Geist, der aus der Flasche ist, möglichst einhegen, dass es nicht zu den langfristigen Problemen kommt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schörlich, für den tollen Vortrag. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit müssen wir die Diskussion ein bisschen verkürzen. Ich knappe etwas von der Pause ab. Ja, ich sehe, der Kurt hat schon die erste Frage. Frag bitte nur mit Mikro. Wir haben zwei Mikros auf beiden Seiten.
Frau den Schalter. Ah, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Vortrag nicht schlecht, aber in meinen Augen wurde etwas verschwurbelt. In dem Moment, wo die Vorteile unbemannter Systeme angesprochen wurden, wurde unterschwellig vermixt, unbemannt mit Robotik, was in meinen Augen ganz klar zu trennen ist. Unbemannte Systeme sind keine robotisierten Systeme, sondern da ist immer ein menschlicher Operator dahinter. Dann weiß ich, dass die Diskussion mittlerweile öffentlich so geführt wird, aber der personelle Schutz war eigentlich grundsätzlich kein Argument, warum die Drohnen letztendlich diesen Siegeszug angetreten haben. Das ist schlicht und ergreifend die Zäsur, kann man sehen, im Kosovo-Krieg, nachdem der aktiv beendet war, den die Bundeswehr übrigens auch entsprechend mit vielen Drohnenflügen unterstützt hatte, weil man die Tornado-Piloten halt eben nicht in Gefahr bringen wollte, hat man einfach festgestellt, und da sind wir, finde ich auch, ist die Argumentation seitens der Militär auch nicht ganz fair, entweder ich schicke Zehntausende von Soldaten in den Kosovo, damit ich das Gelände unter Kontrolle behalte, oder aber ich arbeite mit den billigeren Kontingenten, wie wir sie jetzt haben, auch in Afghanistan, habe dann aber Riesenräume, die ich überwachen muss. Was dann letztendlich zu dem Siegeszug dieser Überwachungsdrohnen dann auch geführt hat, wobei dann natürlich irgendwann auch ein logischer Schritt ist, die Dinger auch zu bewaffnen, damit ich dann gleich auch entsprechend reingrätschen kann, wenn ich meine, was gefunden zu haben, wo ich aktiv werden muss. Auch die Präzision ist eigentlich in meinen Augen kein wirkliches Argument. Argument zumindest bei der Bundeswehr ist, ich kann den Angriff noch abbrechen, selbst wenn ich geschossen habe. Das kann ich bei einer Bombe eher nicht. Dann ist die Frage, ob die Bundeswehr bewaffnete Drohnen hat, ja oder nein. Also Luna und KZO sind beide dafür konzipiert, über das Artillerie-, Datenlage- und Einsatzrechnerverbund diese Zieldaten an die Panzerhaubitze 2000, den Raketenwerfer Mars und die Mörser zu liefern. Der Unterschied sind 32 Sekunden Flugbahn der Geschosse. Und die Diskussion, die Bundeswehr jetzt eigentlich führt, dient dazu, diese 32 Sekunden Flugbahn der Geschosse entsprechend zu schließen, dass ich tatsächlich bis zum letzten Abbruch den Operator noch dahinter habe. Dann hat die Bundeswehr durchaus auch im Bodenbereich schon Sensoren, die Bodensensorausstattung der Heeresaufklärungstruppe sagt, welches Auto sich dort bewegt, zusammen mit der Kamera, kann ich da dementsprechend auch die Wirkung auslösen. Dann zu den Drohnen allgemein. Der Reaper, also den Heron haben wir nicht umsonst geleast, weil der nämlich auch keine Musterzulassung kriegen würde. Und wird auch nur in Afghanistan eingesetzt. Dasselbe wird für den Reaper gelten und ist beim Eurohawk eigentlich seit 2004. Mit jedem, der damit befasst ist, eigentlich kein Wunder, dass er keine Musterzulassung in Deutschland kriegen wird. Zu gut Deutsch, auch die Reaper, die sie schaffen wollen, können sie höchstens in Afghanistan einsetzen, wo der Luftraum entsprechend auch den militärischen Befehlshabern quasi gehört. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den Vortrag ein bisschen unscharf, der im letzten Ende dann auch noch sich verschwurbelt mit diesen Cyberwar-Geschichten, finde ich ein bisschen unglücklich, weil letztendlich, sag mal, Drohnen sind in meinen Augen unbemannte Flugzeuge und man verwischt damit im Prinzip die Diskussion später, wenn es zur Robotik kommt, also tatsächlich zum vollautonomen System, wo ich dann auch dieselben Probleme sehe. Ja, ich kann ja mal antworten. Also weil also erstmal die Unterscheidung zwischen Robotik und Fernsteuerung ist nicht diejenige, die in der Literatur geteilt wird, die Sie nennen. Also ein Roboter wird definiert als ein System, das über Sensorik verfügt, einen eigenen Rechenleistung hat und aufgrund der Sensorik und der Rechenleistung eine bestimmte Handlung vollzieht. Das muss nicht deshalb voll autonom sein. Und die Drohnen, die wir haben, die ferngesteuert sind, sind ja nicht nur ferngesteuert. Die können natürlich auch semi-autonom bestimmte Sachen machen. Insoweit sind natürlich auch die ferngesteuerten Drohnen Roboter. Dass Schutz kein Argument ist, ist natürlich auch so nicht richtig oder noch nie wahr, weil die Drohnenbeschaffung an der Stelle natürlich eine Reaktion auf den Kosovo war, weil wir gesagt haben, unsere Flugzeuge müssen alle so hoch fliegen, dass sie außerhalb der Reichweite serbischen Luftabwehrfeuers sind. Und entsprechend der Gedanke, dadurch wird die Zielgenauigkeit schlechter,
Wir können aber mit unbemannten Systemen tiefer fliegen und präziser fliegen. Und wenn man sich sozusagen mal die Marketingaussagen anschaut und Rüstungsanzeigen anschaut, dann sieht man, dass die erste Drohnengeneration auch schon mit Schutz der eigenen Soldaten beworben wurde. Also insoweit ist es ein Argument, das da immer präsent war. Das mag in der Truppe vielleicht nicht gewesen sein, aber das war sozusagen auf der politischen Entscheidungsebene immer ein wichtiges Argument. Dass diese Systeme natürlich jetzt schon in den Wirkungsverbund eingebunden sind, fair enough, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, ich kann die Systeme mit anderen Systemen wie der Panzerhaubitze verbinden und kann das sozusagen die Aufklärungsdaten mit einem anderen Wirkmittel dann auch nutzen für eben diesen Angriff. Aber natürlich ist der Unterschied schon der, dass man sagen würde, auch bei einer Panzerhaubitze, wenn die über 40 Kilometer schießt, die ist natürlich eben deutlich unpräziser als eine bewaffnete Drohne. Und man hat eben noch die 32 Sekunden. Also insoweit, da würde man halt einfach sagen, okay, das ist ein gradueller Unterschied, aber die Bundeswehr oder aus Sicht der Bundeswehr ist es noch keine bewaffnete Drohne. Aber das ist wahrscheinlich eher eine Definitionsfrage. Über die Frage, ob jetzt die Reaper oder die Heron, es gab schon eine Anfrage in den USA, dass man 2008, glaube ich, Größenordnung, nachgefragt hat, ob man nicht auch die Reaper haben kann. Meinem Informationsstand nach war einfach die Möglichkeit für die Einbeziehung europäischer Rüstungsindustrie, die ja mit, wo Rheinmetall dann mit der israelischen Firma gemeinsam die Heron betreut, war das einfach ein industriepolitisches Argument, dass man dort die bessere Verbindung hatte, die deutsche Rüstungsindustrie zu beteiligen, als es bei einer amerikanischen Reaper möglich gewesen wäre. Aber die Frage sozusagen, ob die im europäischen Luftraum fliegen dürfen oder nicht, stellt sich natürlich bei dieser Art von Drohne auch deutlich geringer als bei einem Eurohawk, weil die meisten dieser Drohnen sind halt auch, kann ich zusammenbauen und in ein Flugzeug stecken und ins Zielgebiet fliegen. Die müssen nicht selbst überführt werden, während der Eurohawk einfach zu groß ist, als dass ich ihn zusammenbaue, irgendwo hinschicke, wieder aufbaue und dort im Gebiet nutze. Das heißt, der muss selbstständig hinfliegen, während so eine Meldrohne einfach halt auch in einen Container gepackt werden kann und luftverladen werden kann. Und das ist natürlich, und insoweit stellt sich die Frage der Zulassung für einen europäischen Luftraum bei einer bewaffneten Drohne der Mail-Klasse zuerst mal deutlich weniger als bei einem HAL-System. Okay, also ich habe eine Bemerkung zum etwas anderen Thema, was in der Diskussion, was ich oft gehört hatte, aber eben weniger war, das Argument, was eigentlich Terroristen verwenden. Also wir finden einen Selbstmordanschlag aus dem Hinterhalt extrem unmoralisch und man hört manchmal die Stimmen aus der arabischen Welt, dass Drohnenangriffe in Pakistan gegen vermutliche mutmaßliche Terroristen ebenso aus dem Hinterhalt und unfair wären und dass das deshalb eigentlich das gerechte Gegenmittel wäre. Willst du dazu nochmal was sagen? Da ist halt so die Frage, also da muss mir wahrscheinlich der Völkerrechtler nochmal zur Seite springen, aber wenn man sich mit Militärs unterhält, die sagen halt, hinterhältig darf im Krieg gekämpft werden, es darf halt nur nicht heimtückisch gekämpft werden. Und insoweit die Drohne ist, das sagen auch Militärs, es ist eine hinterhältige Waffe im Prinzip, aber das ist zulässig nach dem Völkerrecht. Insoweit haben auch Militärs wenig Probleme in der Zwischenzeit, wenn man die Drohne mit einer IED gleichsetzt, auf einer gewissen, also einer improvisierten Sprengfalle, weil sie sagen, beides ist sozusagen der Versuch, einen Gegner zu treffen, der sich der Bedrohung nicht bewusst ist. Und insoweit ist also da sozusagen wird gar nicht so ein starker Unterschied mehr gesehen. Die spannende Frage ist, was kam zuerst, die Henne oder das Ei? Herfried Münkler sagt, die Drohne ist die Antwort auf eine asymmetrische Kriegsführung mit Sprengfallen. Sie resymmetriert. Man könnte aber natürlich auch die Sprengfalle als resymmetrierende Antwort auf die technologische Überlegenheit westlicher Staaten interpretieren. Also insoweit finde ich dieses Kausale, die benutzen hinterhältige, Klammer auf, aber trotzdem zulässige Waffensysteme, dann machen wir es auch. Kann man auch umdrehen und sagen, die technologische Überlegenheit des Westens lässt einfach auch wenig Spielraum für eine andere Kriegsführung auf der anderen Seite.
Ja, du kannst gleich. Kurze Frage zu dem gerade Gesagten. Vielleicht ist es nicht jedem klar. Wo liegt der Unterschied zwischen heimtückisch und, was war das andere Wort? Hinterhältig. Hinterhältig, genau. Und meine eigentliche Frage, genau, dann kann das vielleicht gleich der Völkerrechtler beantworten, war, bezog sich auf den Unterschied Auswertungsmöglichkeiten zwischen Hail und Mail. Und zwar, wie viel mehr an Kapazitäten braucht man für die Datenauswertung, wenn man, sage ich jetzt mal, weiter raus zoomen kann? Oder schaut man dann trotzdem nur auf den relativ gleichen Bereich und ist einfach nur sicherer, weil man weiter oben fliegt mit der Drohne? Kann ich keine belastbaren Daten liefern? Also meine, aber vielleicht, ja. Also der Unterschied ist nicht so besonders groß, wenn du über den Global Hawk und einen Predator redest, weil beide optische Sensoren haben. Kannst du Rico nennen? So, also wenn wir über den Global Hawk und einen Predator reden, beide haben optische Systeme bzw. Multisensoriken, das heißt, sie nehmen durchaus auch Infrarot- und Nahes-Infrarot-Bereich auf. Da ist es eine Frage der Auflösung letztlich des Kamerasensors, aber der ist bei dem Global Hawk, bekommst du mindestens genauso gute Bilder wie beim Predator. Der Eurohawk, auch das geht meistens, glaube ich, unter, ist nicht konzipiert für das Tragen von optischen Sensoren. Dafür haben wir die Radarsatelliten und die französischen optischen Satelliten. Der Eurohawk soll ganz klar nur elektronische Signaturen auffangen. Das heißt, Vermeldeverkehr, Telefongespräche, Satellitenkommunikation, so in dem Bereich. Und was Radaranlagen und so abstreuen. Also das ist ein rein elektronischer Aufklärungsträger. Ist also nicht zu vergleichen mit einem Predator zum Beispiel von den Sensordaten. Aber man muss eine ganz kurze Anmerkung, natürlich kann ich an ein Hail-System auch größere und schwerere Optiken dranhängen. Und es wird jetzt zum Beispiel in den USA, gibt es ein System, das heißt Gorgon Stare. Das hat, glaube ich, 16 Gigapixel aus zusammengesetzten Sensoren, die halt einfach einen extrem deutlich größeren Raum überwachen können. Und so ein System kann ich dann schwerer einfach an eine Mail-Klasse dranhängen, also natürlich durch die Beladung und so weiter. Aber wie die dann konkret konfiguriert sind, muss man gucken. Aber es ist sozusagen technisch natürlich denkbar, dass die Hail-Klasse einfach deutlich größere Sensorik dann auch bekommt und multiple Sensorik, die du an eine Mail nicht so leicht dran bekommst. Weil die ja, wir haben es ja eben gesehen, das ist relativ überschaubar, die Optiken da vorne. Ich glaube, der Uwe wollte auch noch was dazu sagen. Achso, da war noch die Frage nach den Heim. Ja, das war jetzt eine von vielen Fragen, die wir aufgeworfen haben, die ich hoffentlich dann später noch adressieren kann. Ich bitte auch darum, mich dann darauf hinzuweisen, wenn da irgendwas verloren geht, weil in dem Recht hier sind wir ganz viel bei Einzelfallproblematiken, die auch einer eigenen Bewertung bedürfen, was man ganz schwer nur pauschal dann häufig sagen kann. Da ist dann häufig die Juristenantwort einfach, es kommt drauf an. Anders bei der Unterscheidung Heimtücke und Hinterhältig, das können wir ganz klar voneinander trennen. Heimtücke liegt nämlich nur dann vor, wenn ich ein Vertrauen setze und das hinterher dann ausnutze, indem ich schieße, obwohl ich vorher das Vertrauen gesetzt habe, das nicht zu tun. Also das humanitäre Völkerrecht da nennt, in dem ersten Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen sind Beispiele wie, ich tue so, als wäre ich verwundet, um mir helfen zu lassen und wenn dann jemand kommt, um mir zu helfen, erschieße ich denjenigen. Das ist ganz klare Heimtücke, das ist verboten, das ist perfide. Ein Hinterhalt in dem Sinne, wie jetzt die Drohne einfach nur irgendwo schwebt und man sieht sie vielleicht nicht, macht rechtlich, so schwierig das manchmal zu akzeptieren, ist kein Unterschied zu einem Panzer, den ich mit einem Tarnnetz überwerfe. Also ich habe das noch im Blick, aber der Uwe wollte genau was zu dem Argument eben sagen. Bei den Hail-Systemen sollte man bedenken, dass sie modulare Sensorsysteme aufnehmen können, also umgerüstet werden können. Das heißt, es ist ohne weiteres auch möglich, dass man Radar-Apparatursysteme einsetzt, um Seitenradars und Ähnliches einzusetzen. Und da wird der Datenanfall dann erheblich höher, und zwar um Potenzen, der daraus gewonnen wird, weil man ganze Flächen großflächig überwachen kann, weil die man mit optischen Systemen nicht kontrollieren kann. Ja. Also ich
würde diese Drohne erstmal als neutrales Werkzeug betrachten und würde jetzt irgendwelche Bewertungen nicht an dem Gerät selber festmachen wollen, sondern ich betrachte immer, wie werden die eingesetzt. Und da haben wir es vorhin schon gehabt mit diesen asymmetrischen Kriegsführungen. Das ist genau die Problematik. Und wenn ich auf dieses Beispiel mit der Sprengfalle zurückkomme, natürlich wird offiziell so argumentiert, dass man sagt, okay, wenn ich da jemanden sehe, der eine Sprengfalle anbringt, dann habe ich dadurch, dass ich nicht mehr diese Lücke habe, kann ich direkt zuschlagen und dann die Waffe zum Einsatz bringen. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich ansetze und sage, klar reicht es aus, wenn ich weiß, wo diese Sprengfalle jetzt ist, könnte ich die Leute auch wieder ziehen lassen und sagen, okay, ich entschärfe das Ding nachher oder beseitige das irgendwie. Auf der anderen Seite ist aber das genau die Frage, wie werden diese Sachen eingesetzt? Und man darf nicht vergessen, dass bei allen Waffen, die eingesetzt werden, auch immer eine psychologische Komponente dabei ist. Und das ist genau das, was ich bei der US-Armee sehe. Da wird auf Abschreckung gesetzt. Und das ist auch der Punkt, das kennt man auch von vielen anderen Waffensystemen, die sicherlich auch, sag ich mal, ein bisschen leiser und dezenter eingesetzt werden könnten, die aber bewusst mit viel Bumm und viel optischem und akustischem Eindruck eingesetzt werden, um einfach eine abschreckende Wirkung zu setzen und den Feind einzuschüchtern. Und genau das Mittel ist, ich sehe jetzt nicht die Hochrüstung auf Staatenebene, dass ich sage, okay, wir haben jetzt Drohnen, die Chinesen haben Drohnen und die Russen haben jetzt vielleicht auch Drohnen, sondern ich sehe eher das Problem, dass jetzt, sage ich mal, auf die amerikanischen Truppen mit ihrer technischen Überlegenheit reagiert wird durch asymmetrische Kriegsführung, durch Guerillataktiken, durch Terrorgeschichten und dass jetzt darauf entsprechend geantwortet wird, nämlich mit den gleichen Mitteln. Und ich sehe das mittlerweile so, dass es einfach, dass dieser Einsatz dieser Drohnen auf entsprechender Basis ist. Das ist für mich das Gleiche. Es ist für mich einfach Staatsterrorismus, weil ich nämlich sehe, dass Leute einfach gezielt getötet werden, um abzuschrecken. Und das ist genau der Punkt, wo man sehen muss, ist es ein legitimes Ziel, diese Menschen auszuschalten, um zu sagen, okay, ich hindere sie daran, weiter zu kämpfen? Oder ist das Ziel einfach wirklich, dort Schrecken zu verbreiten und zu sagen, okay, wir wollen diesen asymmetrisch kämpfenden Einheiten einfach zum Beispiel den Rückhalt in der Bevölkerung nehmen, indem wir nämlich einfach zuschlagen in einem Maße, was eigentlich in normalen Verhältnissen unangemessen ist. Also ich kann mich erinnern, in meiner aktiven Zeit wäre niemand auf die Idee gekommen, mit einer Luftbodenrakete auf ein ziviles Fahrzeug oder auf eine einzelne Person zu schießen. Das ist war völlig undenkbar. Und genau das Problem sehe ich bei dieser Diskussion um die Präzision dieser Waffen. Offiziell wird gesagt, die sind sehr präzise. Ich bin mir aber nicht sicher, ob inoffiziell nicht gerade dieses das Nicht-Präzise akzeptiert oder sogar gefördert wird, denn man muss sich immer überlegen, wenn ich in so einem Gebiet lebe und ich sehe, bei meinem Nachbarn gehen die Leute ein und aus und ich kann die so ein bisschen einordnen und sage mir, was treiben die da wohl, dann könnte ich mir jetzt sagen, okay, das dulde ich sogar oder ich unterstütze die sogar und gewähre dann den Leuten auch bei mir noch Unterschlupf. Wenn ich aber damit rechnen muss, okay, wenn ich diese Leute nicht melde, und die werden nicht irgendwie vorher festgenommen oder da ausgehoben. Und ich muss jederzeit damit rechnen, dass dann hier irgendwann eine Luftbodenrakete einschlägt und ich bin dann mit weg. Dann ist meine Unterstützung für diese Truppen vielleicht auch nicht mehr so gegeben. Und ich glaube, das ist eher das wirkliche Ziel dieser Einsätze. Da kommen ja jetzt ganz verschiedene Sachen zusammen. Ich gebe in einem recht, dass natürlich sozusagen der Gedanke, man könne damit abschreckend wirken, auch reinspielt bei der ganzen Debatte. Die Frage ist halt, tut es denn tatsächlich abschrecken? Also erstens sagen mir Piloten dann, naja, wenn ich sozusagen abschrecken und mal Machtdemonstration machen will, dann ist ein Tiefüberflug mit einem bemannten Jet eigentlich das, was den deutlich stärkeren Effekt hat, als die vage Möglichkeit, es könnte die Drohne sein. Also wenn man ganz konkret
eine Truppenansammlung irgendwie demoralisieren will, fliegt man dreimal mit dem Jet tief drüber. Das Argument kam dann von der Seite. Das zweite ist, wir haben ja gesehen, fast 1300 Drohnenangriffe. Das, im letzten Jahr waren 10% aller amerikanischen Luftangriffe in Afghanistan von Drohnen. Und die Sicherheitslage hat sich ja nicht signifikant verbessert. Da mussten ja die Daten, die auch die US-Armee rausgegeben hat, wo ein signifikanter Sicherheitsanstieg drin war, die haben sie ja revidiert, haben gesagt, oh, wir haben es verrechnet nachher. Ja. Also insoweit würde ich dieses Abschreckungsargument an der Stelle auch nur sehr, sehr, sehr begrenzt gelten lassen. Die Frage ist natürlich, da kommt wieder der Völkerrechtler rein, im bewaffneten Konflikt darf ich auch gezielt töten. Also das ist natürlich auch richtig. Das heißt, völkerrechtlich gesehen, ob ich eine Drohne nehme oder einen Scharfschützen, der eingesetzt wird, um zu demoralisieren, das ist völkerrechtlich gesehen, wenn ich das Völkerrecht an der Stelle richtig verstehe, auch egal. Und deshalb müssen wir natürlich trennen zwischen den gezielten Angriffen im Kampfgebiet Afghanistan und denen Pakistan woanders. Aber das macht Philipp, denke ich, sicher nachher nochmal deutlicher. Ich kann da gerne noch Weil da kam jetzt auch gerade wieder ganz viel zusammen, wie Niklas schon sagt, was ganz viele verschiedene Rechtskreise und Problematiken betrifft. Und wir müssen in der Tat, wie Niklas auch richtig sagt, wir müssen da ganz streng unterscheiden zwischen den Handlungen, die in bewaffneten Konflikten vorgenommen werden und die, die in Bereichen vorgenommen werden, wo es eben keinen bewaffneten Konflikt gibt. Und wie richtig festgestellt wurde, gezielte Tötungen sind nicht verboten im bewaffneten Konflikt, solange es sich dabei auch um Kombattanten handelt. Das darf auch ein Oberbefehlshaber sein, der halt vielleicht nicht gerade mit der MG vorne im Schützengraben liegt. So gesehen ist auch Präsident Obama natürlich legitimes Ziel für die Parteien, die sich mit ihm in einem bewaffneten Konflikt befinden, wenn sie denn zugreifen können. Das sind alles ganz schwierige und unterschiedliche Sachen, die da betroffen sind. Gerade zu den Bereichen, wo kein bewaffneter Konflikt vorliegt, da gibt es einen sehr interessanten Bericht. Da kann ich jetzt im Rahmen meines Vortrags auch gar nicht so groß drauf eingehen, deswegen finde ich es schön, wenn ich das vorher jetzt hier die Zeit da ein bisschen für nutzen kann. Der Bericht heißt Living Under Drones und ist von einem Institut der NYU und einem Institut aus Stanford rausgegeben und beschreibt sehr eindrucksvoll und sehr bedrückend eigentlich auch die Situation in Nordwaziristan, also im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan, wo besonders viele gezielte Tötungen von terrorverdächtigen Personen vorgenommen werden. Da kann man viele der Effekte, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, tatsächlich auch aufgrund von Erhebungen und Interviews nachlesen. Und das ist definitiv ein Problem, was jetzt der politische Zweck dahinter letzten Endes war, ob das jetzt Abschreckung war oder ob das der viel zitierte Krieg gegen den Terror ist, der da geführt werden soll, weil die Leute alle direkt unmittelbar davor sind, die USA in die Luft zu jagen, mag ich nicht zu beurteilen. Und darauf kommt es rechtlich gesehen dann für mich auch wieder nicht an, ehrlich gesagt. Schon fortgeschrittene Zeit, ich würde gerne noch eine Pause machen, aber ich würde gerne noch den Foti dran nehmen. Wolltest du nicht was sagen? Ich? Was ist das Mikro an? Das Mikro ist an. Oder jetzt, ja, Entschuldigung. Gibt noch einen Zwischenschalter. Foti will nichts sagen, okay, aber Simon hatte sich, glaube ich, noch gemeldet, ne? Ja. Okay, gut. Dann nochmal ganz kurz. Zwei Dinge, die mir bei meinem Vorredner gewissermaßen nochmal wichtig sind. Bevor ich mir den tatsächlichen Einsatz der Waffe anschaue, schaue ich mir trotzdem die Wirkweise der Waffe an. Ohne jetzt Herrn Stroh vorgreifen zu wollen, aber ich muss zunächst erstmal prüfen, ob diese Waffe unterschiedslos wirkt oder nicht. Und wenn diese Waffe unterschiedslos wirkt, dann wird diese Waffe nicht eingesetzt, dann ist sie verboten. Es gibt einen Grund, warum es Abkommen gibt, die bestimmte Waffenarten ächten, Antipersonenminen, A-Waffen, C-Waffen, also A-Waffen jetzt nicht so wirklich, wie man das gerne wollte vielleicht, aber B- und C-Waffen werden geächtet, Antipersonenminen, weil man bei diesen Waffen eben die Wirkungsweise nicht kontrollieren kann, weil man diese Waffen nicht zielen kann. Im bewaffneten Konflikt, in einem Krieg, gibt es die Pflicht zur gezielten Tötung. Wenn ich ein legitimes militärisches Ziel bekämpfen will, dann muss ich auf dieses Ziel auch zielen und ich kann nicht einfach eine Rakete losschicken, sagen, okay, die trifft jetzt grob diese Stadt. Also Beispiel V1, die trifft jetzt grob London, Beispiel Gazastreifen, die trifft jetzt grob Tel Aviv und dann darauf hoffen, dass ich vielleicht irgendwie sogar ein legitimes Ziel erwische, einen Soldaten. Sondern ich muss dafür Sorge tragen, dass ich keine Zivilisten treffe. Und das wäre jetzt der Bogen zur Präzision von diesen Systemen. Ich glaube, die treffen, was sie wollen.
Ich glaube nur nicht, dass sie treffen, was sie sollen. Der Punkt, warum so viele Zivilisten draufgehen bei den Drohnenangriffen, ist meiner Einschätzung nach, ohne jetzt näheres technisches Detailwissen zu haben, ich bezweifle, dass diese Systeme derart unpräzise sind, dass die Waffen nicht genau da eingehen, wo der Operateur sagt, dass sie eingehen sollen. Ich glaube, dass die hohen zivilen Verluste entweder falsches Targeting sind, das heißt, die haben die Ziele, die sie letztlich ausschalten, haben sie falsch ausgewählt, in Anführungszeichen. Also, dass es von vornherein verbotene Ziele waren. Oder aber hohe Kollateralschäden, in Anführungszeichen, durch die Streuwirkung der Waffe oder die Tatsache, dass einem das Ziel dann doch so wichtig war, dass man die Zivilisten drumherum eben in Kauf genommen hat.